What the fuck? Wo haben wir Waffen und Munitionszeug? Haben wir schon was sortiert hier noch nicht, ne? Ich kann das Lagerfeuer, ich kann das Lagerfeuer. Pack mal alle Items und Waffen, die ich gerade so über habe, in die zweite Kiste. Wer hat die Steine weggenommen? Hey, Moment. Das sind keine Steine, wo sind die Steine? Hab ich gegessen, allesamt. Es wird gleich dunkel und du isst Steine. Nein, ohne Scheiß, wo sind die Steine? Gute Frage, nächste Frage. Ich war gerade noch in der Kiste, wo sind die? Ich hab die nicht. Ich seh grad keine. Nein, ich hab die nicht. Ja. Oh doch, ich hab sie doch, vergiss es. Ich hab noch einen Schlafsack, wie von euch gehört, ja. Mir. Der ist jetzt hier in der Truhe, hier in der hintersten. Die Steine sind hier drin. Mit deinen Steinen doch woanders hin, die will ich gar nicht mehr haben. Ja, das mach ich falsch. Hallo, ist hier noch jemand kacken? Nee, die Dame habe ich schon ausgeräumt. Okay. Das klang halt eher so, als wenn du da reingekotzt hättest. Beim Aufmachen so, du hilfst halt, dass deine Tante macht so, und irgendwann geht der Kloter gelaufen. Denk mir so, alles klar. Entschuldigung. Was raus muss, muss raus, ne? Sometimes. Frag mal die Katze. Ja, kein Lied davon singen. Jetzt euch ein Lagerfeuer, nicht das Lagerfeuer lädt. Eine Wichsschachtel. Klingt es doch ganz einfach mit. Das kommt rein und das kommt rein. How I survive, yeah. Also bitte yeah. Aufhören, die Kisten abzubauen, die ich gerade was rein tue. Nein. Hatten wir im Weg. Brauchst du mich dann auch ab, wenn ich dir mal im Weg stehe? Ja klar. Oh, okay. Oder hast du was gegen Pappkartons? Effektives. Kein Feuerzeug, schade. Ich bin ja ein Pappkarton-Rassist. Ja, also hat die Brücke wirklich kaputt gemacht. Aber auch elegant in der Mitte. Ja, ne? Wahrscheinlich hat er mit dem Zeug runtergefallen. Was? Hui! Draußen liegt ein Reh. Schnell, holt es euch. Einer, der abbauen kann. Ich hab's gehört. Wo bist du denn? Da. Vorne. Oh, blauer Pfeil, da, blauer Pfeil. Und ein Wildschwein. Hä? Wo bist du? Feuer ist blau, du bist jetzt gelb. Ah. Eben war es andersrum, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Schnell, bevor sie despawnen.
Wo ist das Wildschwein? Vorne beim Auto. Das, was hier rumsteht. Ja, genau das, was rumsteht. Das hier, was bei mir sitzt, das hat Sitz gemacht. Wie niedlich. Yay, Essen. Ach, das bist du mit dem Einkaufswagen. Ich dachte, was war das für ein Geräusch, dass da draußen ein Zombie rumrennt. Gibt es jetzt einen Einkaufswagen durch die Gegend? Ja, das ist geil. Was? Warum stehst du die ganze Zeit in die Ecke? Was machst du eigentlich gerade nebenbei? Ich durchsuche gerade mein Menü. Weil ich nicht möchte, dass ich immer mit nie das andere öffne. Habt ihr eigentlich schon eure Levelpunkte verteilt? Nee. Ich bin ja die ganze Zeit gestorben. Und das geht gerade auch durch, ob sich was verändert hat oder was es gut wäre von Anfang. Ja, das ist eine gute Idee. Mit übrigens noch eine Tür. Also wenn ihr noch eine Tür hättet, könntet ihr die da reinbauen. Wäre ganz praktisch. Habt ihr noch eine, sonst baue ich eine. Nur eine aus Holz. Ich hab keine mehr, nein. Ja, die aus Holz reicht ja komplett. Die müsste ich bauen, aber warte. Ja, dann kann ich das auch machen. Aha, man kann Papier als Brennmaterial benutzen. Das bringt zwar nur eine Minute, aber... Entschuldigung, ich vergesse das jedes Mal. Da ist gar nichts drin. Die hat man nur an die Wand gehängt, ja. Ich finde das halt einfach mega praktisch, dass du das Sam Daisy Ton einfach so an die Wand kleistern kannst. Also wenn so ein Patex bei den Füßen her, so pff. Okay, das wird sich vielleicht nur. Dunkel geworden. Dunkel war es, der Mond schien heller als sein Auto blitzschnelle. Sehe ich jetzt mein Essen nicht mehr? Doch. Oder? Nahrung. Richtig, das ist ja noch... Alter, wie kommt man darauf? Nahrung und Wasser ist so das Wichtigste und das versteckt man jetzt in so einem kleinen Untermilieu. Ja, ne? Das ist geil, oder? Also, das würde ich dick unten rechts in die Ecke klatschen, in einem Balken. Aber ich glaube, Weitsicht ist nicht das Beste, nicht das, was die Entwickler von dem Spiel auszeichnet. Was zeichnet die überhaupt aus? Dass sie wissen, wie man Unity benutzt. Ich sag ja, Kurs an der Volkshochschule. oder das Rollerball Online Tutorial einmal durchmachen und dann darauf eigene Faust weitergemacht. Ist das echt nett. Immer. Nee, das bringt mir nichts. So, ich hab uns mal abgesichert. Wände sind zu, jetzt sollten wir uns eigentlich nicht mehr hören oder sehen. Es ist so dunkel, ich hab Angst, ich hab das Gefühl, ich werde gleich vergewaltigt. Nein, keine Sorge. So, das heißt, ich bin hässlich? Das hast du gesagt.
willst du von mir? Geh jetzt in die Wäsche. Du möchtest die Wäsche waschen? Das ist sehr nett von dir, dass du die Wäsche waschen möchtest. Mit welcher Waschmaschine und welchem Strom? Keine Ahnung. Von Hand. So, Skillen. Ich möchte nicht die Wäsche anejakulieren, bis sie weich genug ist. Muss ich noch 8 Minuten warten, aber was wollt ihr denn jetzt machen? Ich? Skillen wahrscheinlich gleich, ne? Ja, Skillen, genau. Ja, aber was? Genau. Ich habe jetzt schon mit Kochen ja schon angefangen. Noch gar nichts gemacht. Soll ich das Kochen dann weiterverfolgen oder soll das einer von euch dann übernehmen? Ja, könnte ich ruhig machen, aber denk halt nur dran, regelmäßig auszumachen. Nicht, dass wir die ja immer erst herrennen müssen. Doch, klar. Ja, das ist anstrengend. Hey, wo ist denn der Perk mit dem... Ah, das ist Lucky Looter. Ja, Lucky Looter muss ich dann auf jeden Fall lernen. Also Lucky Looter werde ich auf jeden Fall zuerst lernen, weil wir haben ja schon eine Schatzkarte. Okay. Wir mal kurz AFK. Mhm. Bring mir was zu trinken mit. Mir auch. Blei. Ganz gut. Haben wir hier... Gleich wieder. Nee. Okay, dann gehe ich mal die Skizze mal durch. Irgendwie habe ich trotzdem Angst, dass mich ganz auf den Zombie anfällt. Ja, das passiert bestimmt noch. Ich glaube, die Nacht ist gerade offiziell angebrochen. Was suchst du da? So. Ich reiß diese Deckenlampe da oben ab. Ich habe ein bisschen Kerzenbeleuchtung gemacht. Können wir einen Candlelight Dinner machen? Oh ja. Ja, ich meine, ich kenne dich, ich kenne Nicole, also kenne ich die Leute. Candlelight. Bin ich jetzt erst drauf gekommen. Dupdidu, dupdidu, dupdidu. So. Halbwegs belichtet, kann man machen.
Hm. Ja, jetzt eben Kisten sortieren. Noch Pfeile? Haben wir noch keine mehr. Wir haben nur Stahlbolzen und Armbrustdinger. Bei Bogen sollte ich mir einen nehmen, wobei ich könnte jetzt eigentlich einen besseren bauen, oder? Ja. Nehmen wir den mal mit. Wir brauchen nämlich Wasser. Nein, es ist dunkel, ich kann noch nicht Wasser holen. Ich hab noch Kacke oder so, ne? Was, Kacke? Ja, Kacke habe ich auch noch, aber... Pack die hier mal so Glasflaschen, kühles Wasser rein in deine Kiste. Ich jetzt einfach so ein komisches Geräusch. Ja, das höre ich auch. Ah, das ist hier draußen, diese wunderschöne Anzeige. Working Stiff Tools. Hardware for hardworking men. Ich dachte eher so Hardware for hard men. Weil, wenn es hier eigentlich Hardware für hart arbeitende Männer gibt, müssen sie nicht Viagra verkaufen. Aber eigentlich ist dieses Summen aus, ey. Stimmt, das war's. Holz. 6 Holz ist für die Welt. So, Über ein bisschen verbessert. Es ist nicht viel, ich weiß, aber für den Anfang muss es reichen. Was war denn noch hier? Health? Agility, Intellect. Das brauche ich auf jeden Fall einmal. Mit der Golden Root konnte man da nicht eigentlich Tee mitmachen? Ah, du brauchst die Golden Root Flower und nicht die Golden Root Seed. Wollte schon sagen, da war doch was. Auch dieser komische Medikamententee, den man machen konnte. Ja. So, ich habe einfach meine Skills verteilt, hauptsächlich erstmal auch beim Abbauen mehr Ressourcen auch rausbekommen. Okay. Der am Anfang eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, nö, das macht wirklich, macht auch später noch Sinn, damit du nicht ewig so Ewigkeiten sammeln musst, bis du irgendwas hast. So, das Wildbret, das Reischnitt.